Holla, holla. Ne? Was ist hier hinter? Gehen wir mal gucken oder lassen wir es? Dann machen wir mal auf hier. Hier ist wahrscheinlich nichts. Nö. Komm schon. Mein Gott, ist das ätzend. Ich hasse Schwimmen. In Minecraft wirklich so mitunter das Nervigste, was es gibt. Schwimmen. Wie schön das schimmert, Leute. Mega. Das dürfte Lapis Lazuli sein. Das dürfte Schimmel sein. Hier unten ist noch jede Menge zu entdecken. Alter! Das dauert ja ein halbes Jahr. Okay, aber es zeigt mir gerade eher so von wegen, hört, da musst du nicht unbedingt lang. Ne? Was ist das? Ich dachte, das wäre so ein Golem-Typ oder so. Ich habe so viel in Minecraft verpasst, dass ich Angst habe vor Schatten. Krass, oder? So. Sag's euch, wie es ist. Ich habe keine Ahnung mehr von Minecraft. Über diese ganzen Jahre, die man eben Ghetto-House-Partys. So sah es früher auf dem Schulhof bei den Gothikern aus. Lava-Blöcke haben wir hier. Okay. Ist aber auch gnadenlos alles unterspült, ne? Was schön ist, hier sind unterschiedliche Höhen eingebaut, ne, in dieser Höhle. Also das sieht richtig cool aus. Also wie man jetzt hier sieht, das Wasser hat sich hier aufgestaut, so gesehen. Ist zwar derselbe Pool, aber eben etwas höher. Aber sonst sehe ich auch hier in der Ecke jetzt gerade nichts, wo ich sagen würde, hey, hier muss ich jetzt... you spin my head right round, when you go down, down. You spin my head right round, when you go down, 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 down. Wie tief wollt ihr denn noch sinken? Ihr seid schon Zombies. Bohrkopf-Modus aktiviert. Gut, lassen wir sie mal Bohrkopf sein und wir gehen in Richtung Höhle, die wir gerade eben gesehen haben. Die sah dann doch am vielversprechendsten aus, würde ich sagen. Hier könnte es natürlich immer noch passieren, dass was spawnt. Ne? Also wir dürfen uns jetzt nicht in Sicherheit fühlen, nur weil wir ein paar Fackeln platziert haben. Die ein oder andere mehr. Sondern sollten immer mit Bedacht vorgehen. Ist einfach so. Aber das ganze Ding ist voller Wasser. Genau, einfach eine Fackel platzieren aus Frust, ganz wichtig. So. Das ist gar nicht da, wo ich lang wollte, ne? War das hier? War hier die kleine dezente Höhle, die man übersehen hätte können? Vielleicht. Ja, hier ist sie. Aua. Cool. Wir gehen einfach mal runter, komm. Da, wo wir können, platzieren wir schon mal ein paar Fackeln. Damit uns das ein oder andere Wesen vielleicht schon nicht direkt am Anfang auf den Sack geht. Lava höre ich, okay.
halb so wild. Lava ist vollkommen in Ordnung, solange sie weit weg von uns ist. Und das sieht nach einem Vorkommen aus, wo Wasser drunter liegt. Aber das gibt's doch nicht. Hier ist überall Wasser, Leute. Hey, 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 hey! Als ob! Als ob! Jetzt muss ich ganz runter in die. Fickus, echt. Ja, Lapis Lazuli nehmen wir natürlich mit, oder? Was meint ihr? Finde, Lapis Lazuli kann man mal mitnehmen, weil hat man halt noch nicht, ne? Sonst natürlich auch kein großartiger Verwendungszweck für uns gerade aktuell. Ich erwähne das Wort lieber aktuell, weil ist ja nicht unnötig, dieser Baustoff, glaube ich. Schön sieht's aus. Also wir nehmen uns noch definitiv ein bisschen hier aus dieser Höhle mit. Uns selber hoffe ich natürlich auch, dass wir uns mitnehmen aus dieser Höhle. Und den ignorieren wir einfach mal gekonnt. Und ich weiß jetzt schon nicht, wo ich gleich rauskomme. Ne? Also wir haben jetzt das Problem, dass ich keinerlei Ahnung habe, wo es hier gleich rausgeht. Scheiße. Wir sind irgendwo runter. Es war aber relativ hell vom Baumaterial, ne? Ich glaube, das war hier oben irgendwo. Nee. Ja? Es leuchtet zumindest Licht, aber. War das hier oben? Hab's gefunden, Leute. Wusste es, irgendwo war's. Ne? Und dann muss man ein bisschen suchen und dann findet man das Ganze auch wieder. Ja, genau. Ich wollte nicht hochklettern. So, Moment. Ich finde, so kann man ungefähr das Ende, den Ausgang, nicht das Ende, sehen. Gut. Spinni. Spinni ist okay. Spinni ist wie Zombies. Nur genauso nervig irgendwie. Also gibt jetzt kein dramatisches Problem oder so, wenn man eine Spinne sieht. Außer im Real Life, dann ist Anzünden des Hauses meistens Wirklichkeit Nummer 1. Wir können versuchen, das Skelett natürlich den Enderman angreifen zu lassen. Das wäre ziemlich klug von uns. Aber wir machen das lieber persönlich. Jetzt die Spinny und will uns haben. Und das mit einem gekonnten Saiyajin-Schlag erledigt. Hör auf, mich anzugucken! Kennt einer eigentlich die Geschichte von den Endermans? Also, warum sie so creepy sind? Gibt es da eine Geschichte zu? Bestimmt, oder? Die wollt ihr mir bestimmt verheimlichen. Nicht verheimlichen, meine ich. Erzählt sie ruhig. Ich freue mich über jede Geschichte. Ach, das ist ganz schön viel Arbeit hier, Leute. Wieso habe ich so einen enormen Hunger? Fuck, auf welchen Schwierigkeitsgrad spiele ich denn nochmal? Gold. Gold ist interessant.
Mit drei Bogenschützen wird es aber bewacht. Und schon innerhalb kürzester Zeit ist Gold für mich komplett uninteressant geworden. Es ist okay, dass es da unten liegt. Gut, wir gehen mal raus. Wir haben ja das Material, unsere Begierde haben wir jetzt reichlich bekommen. 16. Aber es ist reichlicher als vorher vorhanden. Ne? Also wir hatten ja vorher 0. Und 16 ist von 0 eine ordentliche Steigerung. Ja, dann hüpfen wir mal raus hier aus dieser wunderschönen, kuscheligen Höhle. Mit dem Wissen, wir haben vieles gesehen. Wir können aber auch noch vieles sehen, ne? Ist jetzt nicht so, dass wir alles gesehen haben da unten. Herrliches Wetter hier in Minecraft. Kein Regen momentan. Spitzenwetter würde ich schon fast behaupten. So, gib mir die Hühner, dann bekommst du ein bisschen Roheisen. Müssen wir ein bisschen warten, bis das Eisen fertig ist. Was machen wir mit Lapis Lazuli? Ich habe keinen Verwendungszweck dafür irgendwie. Oh, dann können wir ja aufs Feld gehen und alles fertig machen, oder? Haben wir noch mit, na, Weizenkörner nehmen wir auf jeden Fall mit. Kakaobohnen weiß ich jetzt gerade nicht unbedingt, ob wir sie brauchen. Ich denke nicht, aber ich weiß es auch nicht. Und dreimal Eisen für einen Eimer. Very gut. Ja, hier soll ja dann so ein Weg hin, ne? Vielleicht machen wir unter dem Weg das Wasser. Wäre auch noch eine Option. Sähe auch nicht schlecht aus. Ich weiß es gerade noch nicht. Zum Glück ist das alles Süßwasser in Minecraft. Also in Minecraft gibt es irgendwie kein Meerwasser. Es ist also egal, ob du aus einem See Wasser nimmst, aus einem Fluss, aus dem Meer, aus dem Tümpel, aus dem Untergrund. Es ist alles dasselbe Wasser. Wasser ist Wasser. So, für die Leute, die vielleicht neu sind in Minecraft, man kann sich eine unendliche Wasserquelle, was viele Länder auf dieser Welt vielleicht benötigen, aber wir können sie herstellen. Man braucht nämlich nur zweimal Wasser. Das setzt man in einem Viereck einmal in eine Ecke und einmal in die andere Ecke und es bildet sich ein Tümpel, aus dem man immer beliebig Wasser ziehen kann. Just saying, ne? Und nein, es gibt hier keine Minecraft-Tutorials. Dafür bin ich viel zu schlecht. Ich kann nur das Wissen weitergeben, was ich selber habe. Das ist nicht viel, Leute. Also nicht in Minecraft oder so. So, ich glaube, ihr hattet gesagt, zwischen den jeweiligen Pflanzen muss immer ein Feld frei bleiben. Damit sich dort etwas entwickeln kann. So habt ihr mir das, glaube ich, erklärt. So. So. Richtig? Ja. So. So. Machen wir erstmal die Pfütze voll. Dann kann man hier jetzt auch wieder immer im Abstand von zwei, danach immer das mittlere nehmen. Und schon ist die Hütte aufgefüllt. Also, das ist ein kleiner, aber feiner Trick. So. Dann haben wir hier schon mal Wasser und man sieht auch, das Feld wird feucht. Sehr gut.